Am 24. Spieltag der ERC Ingolstadt zu Gast bei den Schwenninger Wild Wings in der Helios Arena. Beide Mannschaften mit großen Zielen. Doug Shedden will mit Ingolstadt nach 4 Niederlagen in Serie wieder in die Erfolgsspur und Paul Thompson will mit seinen Schwenningern weg vom letzten Tabellenplatz. Wir steigen ein mit einem Überzahlspiel der Schwenninger, die das gut lösen. Über Koronen und Kurz und dem 1:0. Sechster Saisontreffer schon für Marcel Kurz. Ingolstadt sehr aggressiv. Höflin, Kurz, Korhinnen und nochmal Kurz mit perfektem Zusammenspiel. Und Kurt findet dann irgendwie eine Lücke zwischen Timo Pielmeier und dem Pfosten. Die absolut verdiente Führung für die Schwenninger Wild Wings. Denn von Ingolstadt kommt in diesem ersten Drittel nach vorne nichts, aber auch gar nichts. Und so kann Schwenningen nochmal nachsetzen. Querpass auf Sonnenberg, der verzögert und dann vor dem Tor. Anthony Reck mit dem 2:0. Der Franzose sehr emotional bei seinem Jubel. Erstmal Sonnenberg. Er lässt Greilinger ins Leere laufen. Und dann ist die Scheibe irgendwie frei. Reck ist am Reaktions- und Gedankenschnellsten. Pech für Ingolstadt dabei. Von Pielmeier springt die Scheibe zu Sullivan, von da zum Tor. Zustimmendes Nicken von Paul Thompson. Seine Wild Wings völlig überlegen in den ersten 20 Minuten. Nicht mehr allerdings in den zweiten. Da gibt's Überzahl für Ingolstadt. Collins scheitert, aber die Szene läuft weiter und Koistinen kommt zum Anschluss. 1:2 durch den Finnen. Recht kurios. Er bei 5 gegen 5 als Stürmer aufgeboten. In Überzahl als Verteidiger. Warum? Das sieht man hier. Nun, 5 gegen 5 Situation und da ist Koistinen schon wieder zur Stelle. Er hat in seiner Karriere schon häufiger Stürmer gespielt und so weiß er, wo er zu stehen hat. Olsen mit dem No-Look-Pass vors Tor. Der sieht nicht, ob da einer ist, aber er weiß, dass Koistinen da ist. Doppelpack für den Aushilfsstürmer Wille Koistinen. Und die Partie damit egalisiert. Aber das war's noch nicht aus dem zweiten Drittel. Schwenningen, desaströs in Überzahl. Die ist gerade vorbei und da nimmt sich Kyle Sonnenberg ein Herz und macht das vielleicht schönste Tor seiner Karriere. Zumindest das erste im Trikot der Schwenninger Wild Wings in seiner zweiten Saison. Schwenningen hatte unter anderem ein 5 gegen 3 ungenutzt gelassen und dann kommt aus dem Nichts dieser Verteidiger Doug Shedden danach auch noch vom Puck getroffen. Wenn es mal nicht läuft, zum Glück hier nichts weiter passiert. Das dritte Drittel und Doug Sheddens Mannschaft schmeißt jetzt alles nach vorne. Und wie? Tyler Keller, 4,5 Minuten vor dem Ende mit dem 3:3 Ausgleich. Die Schiedsrichter gehen bei diesem Betreffer zum Videobeweis. Denn, man sieht es gleich, Maury Edwards ist im Torraum, hat leichten Kontakt zu Dustin Strahlmeier. Aber die Schiedsrichter entscheiden nach eingehender Ansicht der Bilder keine Torhüterbehinderung vorhanden. Der Treffer regulär. Damit das 3:3 hergestellt und Ingolstadt jetzt wirklich on fire. Keine Minute nach diesem 3:3 der nächste Angriff über Collins, Koistinen und da kommt Maury Edwards. 4:3. Schwenningen in Rückstand. Ingolstadt dreht das Spiel durch den 5. Saisontreffer von Offensivverteidiger Maury Edwards, den die Wild Wings da völlig vergessen haben. Keiner bei ihm. Überlegter Abschluss und Edwards nach diesem Sieg höchst erleichtert. Ach, das war ein Riesensieg für uns. Bei den Niederlagen zuletzt haben wir so viel gekämpft und jetzt haben wir auch endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Zum Schluss waren wir nicht konzentriert genug. Ja. Die kommen rein und wir haben unsere Männer nicht oben, die Gegner. Und dann so einfache Tore, das bestraft, wird eiskalt bestraft in der Liga. Schwenningen bleibt mit dieser Niederlage Tabellenletzter. Doug Shedden und seine Ingolstädter ziehen sich aus dem Sumpf und gewinnen nach 4 Niederlagen in Serie zum ersten Mal wieder.